RTV präsentiert Wirtschaft macht Schule. Ein landesweites Pilotprojekt der IHK Bildungsoffensive. 10 Jahre Schule und dann? Die Theorie des Schulunterrichts soll zwar grundlegend aufs Leben vorbereiten, praktisch sieht es aber doch anders aus. Nicht selten sind sich die Absolventen unsicher, welcher Beruf zu ihnen passt und welche Berufe sie überhaupt erlernen können. Abhilfe soll das Projekt Wirtschaft macht Schule schaffen. Die IHK Karlsruhe bringt Vertreter aus der Wirtschaft mit Schulen zusammen. Sie sollen Konzepte entwickeln, um die Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten. Neben den verschiedenen Möglichkeiten sollen vor allem ganz realistische Bilder von Ausbildungsberufen geschaffen werden. In der Werkrealschule, wo auch praktische Fähigkeiten mit theoretischem Wissen von Anfang an gut zusammenkommen müssen, ist die Chance dieser Kooperation, dass man vor Ort im Unternehmen mit Menschen reden kann und ganz real feststellen, was müssen die denn können. Weil es wird oft unterschätzt, was denn an Anforderungen beim Ausbildungsplatz auch im praktischen Bereich von theoretischem Wissen notwendig ist. Die Stierumschule Bruchsal schließt aus diesem Grund gleich Kooperation mit 2 Unternehmen. Zum einen mit der Hetmannsperger und Löchner GmbH und Co. KG und zum anderen mit der Schäfer GmbH und Co. KG. Die Schüler der Grund- und Werkrealschule sollen die Möglichkeit haben, einen Industriebetrieb einmal näher kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir dann da Betriebsbesichtigungen machen können, dass Schüler Praktikas durchführen können und dass vielleicht auch Auszubildende aus der Firma zu uns in die Klassen kommen können und unseren Schülern aufzeigen, welche Anforderungen an sie gestellt werden und was sie da machen müssen, um Lust und Freude an diesen Dingen zu wecken. In den Zeiten von großem Fachkräftemangel liegt es auch im Interesse der Unternehmen, geeigneten Nachwuchs zu finden. Warum denn nicht die Schulabsolventen gleich selber passgenau auf das eigene Unternehmen ausbilden? Wir müssen eben im Wettbewerb der Arbeitgeber bestehen und eben attraktiv sein für Mitarbeiter. Und das wollen wir sein, indem wir eben der Schule schon die Gelegenheit bieten und uns nicht zurückziehen, sondern eben sagen, schnuppert rein, guckt unser Unternehmen an, wie der Herr Kriebel das ja, den wir vorhin gehört haben, auch gemacht hat. Und siehe da, er ist bei uns geblieben. Das sind für die Schüler vielversprechende Perspektiven. Damit möglichst viele Schulabsolventen ihr passendes Unternehmen finden, wird das Projekt Wirtschaft macht Schule auch in Zukunft noch viele Kooperationen vorantreiben.